Ja, wir haben uns entschlossen, einen Block Kondition zu trainieren diese Woche, weil wir einfach die Länderspielpause nutzen wollen, weil wir bis 2. Dezember Meisterschaft haben und dann ist bekannterweise Ende November immer sehr, sehr zach, da nochmal die PS auf den Platz zu bringen und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Woche einen Block Kondition zu trainieren und dann ab nächster Woche den Fokus auf Wacker Innsbruck zu legen. Jetzt ist es ja ziemlich gut gelaufen für die WSG. Ist die Länderspielpause jetzt ein bisschen ungünstig zum jetzigen Zeitpunkt? Nein, sie ist ideal, weil wir ja sehr, sehr viele angeschlagene Spieler haben und es schaut jetzt so aus, dass wir bis auf Pelizzari nächste Woche den kompletten Kader zur Verfügung haben. Also ja, für uns ist die Länderspielpause zur rechten Zeit gekommen. FC Wacker, das Spiel nächste Woche, Tiroler Derby, immer was ganz Besonderes. Wie stellt man die Mannschaft auf so ein Derby ein? Ja, wir werden ab Montag dann in taktischer Hinsicht dahingehend trainieren, was Wacker Innsbruck vorhat, wo wir Wacker Innsbruck auch ein bisschen, sage ich einmal, den Zahn ziehen können. Es wird mit Sicherheit aber ein richtiger geilster Roller da, weil beide Mannschaften meines Erachtens in hervorragender Verfassung sind. Und ja, ich glaube, jeder, der was aus Tivoli kommt nächsten Freitag, der sieht ein Bombenmatch.